Es wird Zeit für dieses Video. Miles Morales. 10 Fakten über den Spider-Man, den sich sehr viele Fans ebenfalls auf der Leinwand wünschen. Wir haben ihn jetzt schon in dem Spiel bekommen, auf der PlayStation, aber natürlich will der ein oder andere ihn auch mal in einer Serie oder in einem Film sehen. Es gibt ziemlich coole Fakten rund um diesen Charakter und wir legen auch direkt los. Bevor Iron Man im MCU das Gesicht von Marvel wurde, war oder ist auch bis heute Spider-Man mit einer der populärsten, wenn nicht sogar der populärste Charakter im Marvel-Universum. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum man Spider-Man liebt und warum viele Fans hinter Spider-Man und vor allem im Normalfall auch hinter Peter Parker stehen. Wie bei anderen Comicfiguren gibt es aber auch von Spidey unterschiedliche Versionen und so ist eine der bekanntesten Versionen Scarlet Spider, Miles Morales. Es gibt da auch einen sehr triftigen Grund, warum viele Fans Miles lieben. Es ist nämlich einfach Tatsache, dass Miles in einer Welt aufwächst, in der es schon einen Spider-Man gab. Ganz anders als bei der Origin-Story von Peter. Und genau wie andere Comicfiguren, die irgendwann den Mantel von einem anderen Superhelden übernommen haben, so muss auch Morales mit der Tatsache klarkommen, diese Verantwortung zu übernehmen. Und das macht die ganze Sache so interessant. Doch bevor wir mit den Fakten loslegen, erstmal eine kurze Erklärung zum Ultimate-Universum, in dem Miles Morales seine Origin-Story hat. Es ist einer der unendlich vielen alternativen Universen im Marvel-Universum und bezieht sich vor allem auf die Ultimate-Comic-Reihe. Das Ultimate-Universum wurde im Jahr 2000 zu einem Zeitpunkt erschaffen, als sich Marvels reguläres Universum, naja, wie soll ich das am besten nennen, es gab viel zu viele Kontinuitäten, die sich einfach verstrickt haben und man hat einfach keinen richtigen Leitfaden mehr gehabt. Und so dachte man sich, man muss auf jeden Fall etwas erschaffen, was ein wenig mehr bodenständiger ist und was ein neuer Leser ganz entspannt lesen kann, was ja immer sehr wichtig ist, denn man versucht ja immer für die Allgemeinheit seine Welt offen zu lassen. Miles war einer der wichtigsten Figuren im Ultimate-Universum und war nach dem heroischen Tod von Peter Parker nun auch der Spider-Man aus diesem Universum. Kommen wir nun zum ersten Fact, nämlich zu seiner Origin-Geschichte. Miles Morales wurde genauso wie Peter Parker von einer Spinne gebissen. Das Ganze ereignete sich jedoch etwas anders, denn man hat bei Oscorp versucht, die Oz-Formel herzustellen. Eine Formel, die auch sehr viel auf der Formel vom Goblin sich beruht. Verantwortlich dafür war Dr. Conrad Marcus, der mit Peter Parkers Blut experimentiert hat. Zur gleichen Zeit brach jemand bei Oscorp ein und naja, die Geschichte nimmt ihren Lauf und so findet Miles Morales sich wieder in der Wohnung von seinem Onkel, wo diese besondere Spinne nun mal gerade da ist. Und wie kommt's? Natürlich, die Spinne trifft auf Miles und beißt ihn. Zu seinem Onkel kommen wir aber später nochmal wieder. Wenn wir über die Vergleiche zwischen Peter und Miles reden, dann müssen wir auf jeden Fall die zwei wichtigsten Kräfteunterschiede zwischen ihnen mal kurz aufzählen. Vor allem unterscheiden sie sich in Miles Fähigkeit, denn er kann sich fast perfekt tarnen bis zu dem Punkt, an dem er so gut wie unsichtbar wird. Eine ziemlich coole Fähigkeit an der Stelle. Und seine zweite Fähigkeit, der sogenannte Venom Blast, mit dem er seine Gegner in gewisser Art und Weise halt bei Berührungen lähmt. Das wird vor allem erzeugt, indem Miles in seinen Handschuhen die aufgestaute Energie kanalisiert, was dann im Nachhinein vor allem nützlich ist dafür, um sich von Fesseln befreien zu lassen oder Gegner außer Gefecht zu setzen. Hätte Peter in der ein oder anderen Situation sicherlich geholfen. Doch nicht nur die Kräfte unterscheiden sich, auch der Spinnensinn ist bei beiden etwas anders. Jeder, der von Spider-Man schon mal gehört hat, hat schon mal von seinem Spidey-Sense gehört. Der hat ihn ja schon das ein oder andere Mal vor gewissen Situationen bewahrt. Miles hat ebenfalls einen Spidey-Tick. Während Peters Spinnensinn ihn vor unmittelbaren Gefahren warnt und ihm die Möglichkeit gibt zu reagieren, so ist der von Miles etwas anders zu verstehen. Denn Miles wird nicht nur vor unmittelbaren Gefahren gewarnt, sondern der Spidey-Sense gibt ihm auch nahezu vollständiges Bewusstsein für seine Umgebung und damit ist seine Präkognition sehr ausgeprägt. Um es etwas simpler noch zu erklären, Miles kriegt in gewisser Art und Weise Visionen von den Arten der Bedrohung, die auf ihn zukommen, schon vorher zu sehen. Das hat natürlich dann auch den
Vorteil, dass er etwas besser die Situation einschätzen kann. Unser nächster Fakt bezieht sich wieder auf die Familie von Miles. Nämlich geht das Ganze hier um seine Mutter. Im Gegensatz zu fast allen Superhelden, die es da draußen gibt, hatte Miles das Glück, zwei lebende Eltern zu haben, als er Spider-Man wurde. Obwohl sein Vater überhaupt nicht gut zu sprechen war auf Superhelden und Mutanten, war seine Mutter ein Fan davon. Rio Morales war eine sehr unterstützende Person und unglücklicherweise starb sie leider im Kampf zwischen Spider-Man und Venom, als ein Polizeischuss ihren Körper trifft. Ein sehr emotionaler Moment, sie stirbt in den Armen von Miles und sagt ihm in ihren letzten Worten, dass er niemals seinem Vater von seiner Identität erzählen soll. Doch was wäre eine Geschichte, die nicht etwas abgeändert werden könnte? Nicht wahr, Gwen? Denn dank Molecule Man ist Ryu wieder am Leben. Als Molecule Man Miles in das Marvel-Universum bringt, bringt er auch seine ganze Familie mit. Also seine Familie, die er aus dem Ultimate-Universum hat. Dazu gehört halt nun mal auch Ryu, die nun von den Toten auferstanden ist und sich auch einfach gar nicht daran erinnern kann, von uns gegangen zu sein. Eine Sache, über die sich wahrscheinlich jeder Gwen Stacy Fan da draußen sehr gefreut hätte und eine Belohnung, die jeder Spidey da draußen herzlich empfangen würde. Wenn wir bei einer abgedrehten Familiengeschichte sind, dann bleiben wir auch da, denn wir kommen zu Aaron Davis. Aaron Davis ist der Onkel von Miles Morales und er ist der Prowler, ein kostümierter Hightech-Einbrecher. Onkel Aarons kriminelle Aktivitäten waren einst ein Duo mit seinem Bruder Jefferson. Und ratet mal, wer Jefferson ist. Richtig, Jefferson ist der Vater von Miles Morales, der später sogar Polizist wurde. Das kriminelle Duo trennte sich, als Jefferson auf Rio traf und dann halt auch Miles geboren wurde. Dadurch zerbrach die Beziehung zwischen den Brüdern und Aaron ist seitdem auch alleine als Schurke unterwegs, wobei er als Kleinverbrecher, der ab und zu irgendwie am falschen Ort zur falschen Zeit ist. Wisst ihr noch, wo ich erzählt habe, dass jemand eingebrochen ist, um diese Oz-Formel zu stehlen? Ja, ihr könnt ja dreimal raten, wer das war. Onkel Aarons ist auf jeden Fall nicht so der liebe Kerl, wie Miles ihn sich vorgestellt hat. Und das wurde auch zum Problem, denn Miles wuchs mit dem größten Respekt für seinen Onkel auf, den man nur haben kann. Hat aber aufgehört, diese Verbindung zu ihm zu halten, nachdem er erfahren hat, dass im Grunde sein Onkel halt ein Schurke ist. Dies veranlasste den verbitterten Davis auch, sich seiner Prowler-Rolle mit seinem Neffen anzulegen, was dann auch zu einer gewissen Art Familienrivalität geführt hat. Come on, Freunde, es gibt auch wirkliche Schurken da draußen. Du musst nicht deinen Onkel bekämpfen. Doch so entstand mit einer der populärsten Antagonisten für Miles Morales. Denn wie jeder weiß, sind Familienfäden vor allem sehr spannend für den Zuschauer, weil man ja ein bisschen tiefere Einblicke auch in das Wesen hinter dem Schurken bekommt und vor allem halt hier in die Rolle des Onkels. Somit wird der Prowler auch oft als der Erzfeind von Miles Morales angesehen. Und obwohl er gar keine Superkräfte besitzt, verfügt er halt, wie schon vorher erwähnt, über ein Arsenal an Hightech-Waffen. Es gibt da Waffen, die so aussehen wie Handschuhe und Stoßwellen von sich geben, mechanische Flügel und viel mehr abgespacedes Zeug. Falls ihr euch jetzt fragt, wie kam es denn überhaupt dazu, dass sie aneinander geraten sind? Naja, nachdem er herausgefunden hatte, dass Miles Spidey ist, hat er ihn erpresst. Jetzt nicht gerade die beste Onkelbeziehung. Aber am Ende führte es, wie schon vorher erwähnt, zu diesem gewalttätigen Konflikt zwischen den beiden, der damit endet, dass Aaron scheinbar durch eine unerwartete Explosion getötet wurde. Naja, scheinbar ist hier wohl das Wort. Doch genug mit Familienskandalen und kommen wir zu einem etwas heiteren Thema, nämlich der Romantik. Miles erste Freundin war schon in jungen Jahren an seiner Seite. Anders als Peter, der ab und zu auch mal Probleme hatte mit Mädchen, auch wenn es am Ende sehr gut geklappt hat immer wieder, hatte Miles sehr früh schon Erfolg bei den Frauen. Miles erste Freundin war seine Klassenkameradin Catherine Katie Bishop. Ja, ihr kennt sie alle aus dem Marvel-Universum. Kate Bishop, das Mädchen, was eines Tages den Titel von Hawkeye übernommen hat. Die Beziehung lief sogar so gut am Anfang, dass Miles sich entschlossen hatte, ihr seine Identität zu verraten. Fehler, Miles. Großer Fehler. Denn Catherine war gar nicht begeistert davon, war eher schockiert und bestürzt und fliehte sogar vor ihm. Mann ey, warum haben Superhelden eigentlich manchmal so viel Pech?
Die Dinge werden noch schlimmer, als sie erfahren hat, dass ihre Eltern Geheimagenten von Hydra sind. Wie muss man sich wohl da fühlen? Der Freund ist ein Superheld, die Eltern sind Bösewichte. Perfekt. Als ob die eine Nachricht nicht schon Schock genug wäre. Die Beziehung endete damit, als Miles das Gefühl hatte, dass er sie zu oft in Gefahr brachte. Das Ganze spielte sich im ultimativen Universum ab. Außerdem gab es ja dann noch die Geschichte mit Secret Wars, wo am Ende das ultimative Universum verschmolzen wurde mit dem Marvel-Universum und damit Katies Existenz ja irgendwie gelöscht wurde. Genau. Apropos Universen verschmelzen. Es gab ja auch ein Miles Morales im Marvel-Universum. Was genau ist denn da passiert? Molecule Man hat offenbar einfach vergessen, den Miles aus dem Marvel-Universum auch mit Miles aus dem Ultimativen zu tauschen und dementsprechend gab es für eine kurze Zeit beide im gleichen Universum. Man hat auch herausgefunden, dass der böse Miles, der aus dem Marvel-Universum, nämlich für Wilson Fisk eine ganze Zeit lang gearbeitet hat und im Großen und Ganzen halt keine schönen Absichten hatte. Eine übrigens auch sehr lustige Szene im Comic, wo die beiden aufeinander getroffen sind. Später hat dann der böse Miles den ultimativen Miles in die Schulter geschossen und entkam dann auch durch ein Dimensionsportal, das in einem Moment von Comic-Verwirrtheit nur so kursiert hat, in das ultimative Universum, was zu dem Zeitpunkt noch existiert hat, um dort halt seine verstorbene Barbara aus dem Marvel-Universum im ultimativen Universum zu treffen und wieder mit ihr bis an sein Lebensende leben zu können. Nochmal kurz am Rande angemerkt, Barbara war sowas wie der Love Interest von Miles aus dem Marvel-Universum. Wenn die Comics es kompliziert machen wollen, dann tun sie es so richtig. Und dennoch haben sie es irgendwie geschafft, das Gleichgewicht im Multiversum aufrechtzuerhalten. Und Peter hat es in No Way Home einfach geschafft, wegen ein paar Aufnahmeprüfungen komplett auf den Kopf zu stellen. Hundertprozentig 1-0 für Peter. Kommen wir nun zu ein paar besonderen Fakten. Miles war gefährlich nahe daran, ein kaltblütiger Massenmörder zu werden. Und da hatte ein gewisses Wesen vor allem die Oberhand, nämlich Carnage. Zum Glück konnten nämlich die Helden von Marvel ihn aufhalten, bevor er etwas Unüberlegtes tat. Unter anderem sowas wie zum Beispiel JJJ zu töten. Hallo, könnt ihr mich mal bitte aus dem Spiel lassen? Miles, der wie schon vorher erwähnt eine Zeit lang als Carnage unterwegs war, hat in Absolute Carnage nochmal seinen ganzen Mut bewiesen und Helden geholfen wie Mrs. Marvel, den Avengers und den X-Men, um Knulls Symbiontenarmee zu besiegen. Knull ist an der Stelle übrigens auch sowas wie der Herrscher und der Erschaffer von den Symbionten. Doch wie kam es eigentlich zu dieser Verbindung? Bei einer dreiteiligen Fortsetzung von Absolute Carnage zu Miles Morales wird halt Miles von einem Doppelgänger von Cletus Cassidy Carnage übernommen. Und nachdem er aber diese Carnage-Kopie mit seinem Venom Blast besiegen konnte und von ihm fernhalten konnte, beschließt Miles wieder in diese Symbiontenform zurückzukehren. Aber diesmal hat er versucht, das Ganze unter Kontrolle zu halten. Und so war das der Schlüssel zur Lösung von diesem Fall und von dem Krieg mit Knull. Unter anderem wird ja immer wieder gesprochen darüber, dass Spider-Man einer der populärsten Superhelden ist, gerade weil es jeder von euch da draußen sein könnte. Es ist völlig egal, woher ihr kommt, denn Spider-Man wurde unter der Maske zwar definiert, nachdem er sie abnimmt, aber wenn man den Superhelden an sich sieht, sieht man keinerlei Merkmale. Zur Zeit, als Barack Obama der erste dunkelhäutige US-Präsident wurde, begann man in den Marvel-Studios zu überlegen, wie man das Ganze auch im Marvel-Universum umsetzen kann. Es gab immer wieder Diskussionen über einen dunkelhäutigen Spider-Man und so kam es dann endlich dazu, dass Miles Morales kreiert wurde. Props gehen da auf jeden Fall ganz dick raus an den Schauspieler Donald Glover, der sich zu der Zeit extrem für diese Idee eingesetzt hat und auch wenn er sich unter anderem für Sonys Neustart als Amazing Spider-Man bewarb und nicht genommen wurde, so gilt er in den Marvel Studio rein als mit inspirierende Person für Miles Morales, genauso wie Barack Obama. Zu guter Letzt gibt es noch einen sehr coolen Fun-Fact für jeden Spider-Ham-Fan da draußen. Denn es gibt auch eine Miles Morales-Version da draußen. Der wohl skurrilste Superheld mit dem Namen Peter
Porker, sehr kreativ Marvel, sehr kreativ, ist eine von vielen Versionen von Peter Parker. So wie die Geschichte von Peter Porker sich mit der Geschichte von Peter Parker ähnelt, so ist das Ganze auch bei Miles Morales und, haltet euch fest, bei Miles Morhaeus. Morhaeus, ich hoffe ihr versteht's. Mr. Morhaeus hat an der Stelle auch seine Kräfte durch eine radioaktive Spinne bekommen, die sein krimineller Onkel Fowler gestohlen hat. Erinnert sehr stark an Miles Morales. Im Gegensatz zu Peter Parker, der normalerweise vor allem nur zum Lachen gebracht wird, spielt Miles im ultimativen Universum eine wichtige Rolle als Berater der Future Foundation. Ich rede jetzt von Miles Morhaeus, ja Freunde? Das waren auch die Fakten rund um Miles Morales. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues erzählen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich über ein positives Feedback freuen. Lasst gerne einen Kommentar da, welchen Charakter ihr als nächstes gerne haben wollen würdet. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Euer J. Jonah Jameson.